Hallöchen zusammen und seid mir ganz herzlich gegrüßt zurück bei Evolent. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Ja, wir haben in der letzten Folge sehr, sehr, sehr viel Zeug freigeschaltet. Wir sind erwachsen geworden, wir haben Farben bekommen, Soundeffekte, wir können uns frei bewegen, Schwert, Rüstung, alles Mögliche haben wir bekommen. Und der nette Typ hier, der wollte uns nicht vorbeilassen, weil unsere Ausrüstung zu schlecht war. Jetzt haben wir uns ja ausgerüstet und mal gucken, ob er uns jetzt vorbeilässt. Ach, das sieht doch gut aus. Nehmt euch auf dem Weg zu den Höhlen vor den Monstern in Acht. Werde ich machen. So. Dann wollen wir mal gucken, wo es jetzt tatsächlich hingeht. Kommen wir gleich wieder auf die Karte oder... mal sehen. Jawohl, okay, so. Was haben wir hier? Erzwungener Kampf. Jemand ruft um Hilfe. Oh Gott. Ich habe gehört, wie jemand um Hilfe gerufen hat. Wer hat denn um Hilfe gerufen? Oh, jetzt habe ich das aus Versehen weggemacht. Verdammte Axt. Oh, jetzt greifen die uns direkt gegeneinander, hintereinander an hier. Oh, jawohl, das haben wir aber hier gut gemacht mit dem Schwert. Ne? Da haben wir gut investiert. Boah, der macht ja richtig gut Schaden. Und unsere Rüstung, die verteidigt uns auch sehr gut. 180 Glees gewonnen. Ah, danke, dass ihr mich vor diesen Monstern gerettet habt. Ich brauche den Kristall aus der Höhle, um mein Heimatdorf zu retten. Helft ihr mir? Ja, man kann gar nicht Nein sagen. Also ja. Übrigens, ich heiße hier nochmal freigeschaltet, erzwungene Wahl. Hier scheint dem Szenario eine richtige... Oh nein. Keres. Ja, wir lassen mal den Namen so. Keres hat sich dem Team angeschlossen. Ach, wie cool. Ist sie jetzt auch... Ach, wie schick. Guck mal an. 70 von 70. Magie, okay. Hat sie auch. Und ein bisschen Verteidigung hat sie auch. Ja, cool. Das ist ja genau das, was ich in der ersten Folge gefragt hatte. Ob es hier wohl auch jemanden gibt, der sich uns noch anschließt. Da oben ist wahrscheinlich die Höhle, nehme ich mal an. Oh, ein Emuk. Okay, den greifen wir jetzt mal an. Oh, und der geht gleich kaputt. So, ich gucke erstmal weiter hier. Ob wir hier noch irgendwas Schönes freischalten können? Nein, offensichtlich nicht. Ja, schade, ich hätte jetzt gerne mal gesehen, wie sie kämpft. Aber ich nehme mal an, dass wir das noch kennenlernen werden. So. Zack, da ist das Vieh schon wieder kaputt. Jetzt ist die Keres dran. Die kann auch einfach so normal... Hat die dann eine Blume in der Hand? Nee, das ist ein Zepter oder sowas. Ein Zauberstab. So, und da freuen sie sich. Sehr gut. Und wir gehen jetzt mal da oben in die Höhle rein und gucken mal, was uns da erwartet. Die Kristallhöhlen. Okay. Wir müssen den Kristall finden. Seine Kraft kann eure Wahrnehmung der Welt verändern. Und mit ihm könnt ihr das Böse, das mein Dorf bedroht, bekämpfen. Übrigens fällt mir gerade auf, dass ich nie gefragt habe, wie ihr heißt. Klink. Ja, auch eine sehr schöne Anspielung. Ja, lasse ich auch mal so. Freigeschaltet, ein Name. Endlich merkt das Mädchen, dass ihr ein echtes menschliches Wesen seid. Okay. So, jetzt geht's hier oben lang und da unten lang. Ach, da oben ist eine Kiste. Höhlenmonster freigeschaltet. Hoppla, die Höhle scheint bewohnt zu sein. Ach Mist, warum sind wir bloß da lang gegangen? Die hätten wir auch verzichten können. Torg und Skaven, gegen die kämpfen wir hier. Okay. So, ich möchte mal gerne Magie. Ach so, die kann heilen. Okay, nee, dann greifen wir mal hier normal an. Ach, das ist aber cool, dass die heilen kann. Die hat daneben geschlagen, oder was? Habe ich es gerade richtig gelesen? Ich glaube schon. So. Wunderbar geht das hier. So, angreifen. Und da sind sie schon wieder kaputt. 190 Glees. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hier lang gehen sollen, ehrlich gesagt. So, ich gehe erstmal hier unten hin. Ach, hier gibt es gar nichts. Nö, hier gibt es wirklich nichts. Außer wieder Zufallskämpfe, die aber wirklich echt genial gemacht sind. Ich bin gespannt, ob wir noch irgendwas anderes mal kennenlernen werden. Also noch irgendwelche anderen Kampftechniken, so Hack-and-Slay-mäßig oder sowas. Mal schauen. Die Zufallskämpfe halten sich auf jeden Fall in Grenzen im Gegensatz zu den echten Spielen. Oh, Cobra Zero oder Zero. Ich neige ja mal dazu, alles Mögliche irgendwie zu einzudeutschen. Aber Cobra Zero wird wahrscheinlich der eigentliche Name von dem Viech sein. Mensch, die trifft aber auch irgendwie gar nicht. Kann das mal sein? So. Aber wir haben gewonnen irgendetwas. So, also Geld haben wir gewonnen. So, da ist auch nichts. Und da haben wir wieder einen Talk. Das erinnert mich so ein bisschen an irgendein Pokémon. Ich weiß nur nicht an welches.
So, mach's mal schnell kaputt, bevor der uns hier angreift. Oh, der macht natürlich viel Schaden. Komm, wir heilen. Ach, die heilt sogar gleich beide. Ach, das ist ja eine süße Animation. Ach, wie putzig. Und wie sie sich freuen. Das ist auch total süß gemacht einfach. So, dann gehen wir erstmal hier rechts runter, gucken, ob wir hier irgendwas haben. Uiuiuiui. Da haben wir wieder ein paar Kobras. Ich frage mich, ob das auch ein bisschen was bringt hier, ob wir dann irgendwie im Level aufsteigen irgendwann oder so. Das weiß ich ja nicht. So, komm, ich heile nochmal. Ich weiß gar nicht, wie viel Magie uns hier zur Verfügung steht oder wie wir die wieder aufladen oder was auch immer. Aua, du bist aber echt ein Fieser. Ach, die trifft aber auch wirklich sehr schlecht. Oh, und er jetzt auch, der gute Klink. Ja, dass der am Anfang noch gar keinen Namen hat, das war mir gar nicht so bewusst, wenn ich ehrlich bin. Ich habe einen Trank gefunden. Sehr schön. Was haben wir hier? Ihr habt 50 Glees gefunden, auch nicht schlecht. So, oh, Zufallskampf und wieder gegen diese Cobra-Dinger. So, oh, der ging aber wirklich schnell kaputt. Ach süß, wie sie dann so ein bisschen Schaden macht, ist ja fast schon niedlich. Aber immerhin besser als gar nichts, ne? Darüber wollen wir uns ja nicht beschweren. Noch ein Trank. Sehr gut, dann hat sich das ja hier schon mal gelohnt. Oh Mann, 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 Mann. Habe ich nicht gerade eben noch gesagt, von wegen die Zufallskämpfe sind hier nicht so nervig wie in den eigentlichen Spielen. Ich nehme alles zurück. Die kommen hier genauso oft wie in allen anderen Spielen offensichtlich auch. So, mach ihn mal kaputt da. Wunderbar. Aber dadurch sammeln wir natürlich auch unglaublich viel Geld, ne? Das man wahrscheinlich auch immer gut gebrauchen kann in solchen Spielen. Es ist ja meistens so, dass man für Ausrüstung und all das Zeug wirklich sehr viel ausgeben muss. Aber das ist voll putzig gemacht mit dem Heilen. So. Mal gucken, wo es jetzt lang geht. Rechts, links, oben, unten. Ich gehe ja erstmal immer grundsätzlich links lang. Aha, da haben wir wieder eine Kiste. Ach Mann, ich bin doch immer so neugierig. Das ist ja total gemein, dass einem hier gleich ein Kampf vor die Nase gesetzt wird. Ja, das ist total gemein gewesen. So, jetzt schnell hier aufmachen. Erfahrungspunkte. Jetzt bekommt ihr fürs Kämpfen EP und steigt zu 9 Stufen auf. Ja, genau das war ja gerade meine Frage. Es ist schön, dass dann gleich alles immer auch beantwortet wird eigentlich. Ach, das finde ich aber cool. Da bin ich mal gespannt, wie wir das gleich sehen werden. Dass wir Erfahrungspunkte bekommen. Das wird dann bestimmt irgendwie irgendwo angezeigt. 50 Glees und 3 EP gewonnen. Wow. Unglaublich, da freut man sich ein Schnitzel. Oh, Lebensquell. Etwas frisches Wasser heilt vielleicht eure Wunden. Oh, eure Trefferpunkte wurden wiederhergestellt. Spiel speichern. Ja, sehr gerne. Und gleich in den nächsten Kampf. Unglaublich, aber wahr. So. Jawohl, jetzt hat sie endlich auch mal ganz gut Schaden ausgeteilt und auch mal den Gegner getroffen. 4 EP. Klink hat Stufe 2 erreicht. Sein Wert für Angriff wurde erhöht. Keris hat Stufe 2 erreicht. Ihr Wert für Verteidigung wurde erhöht. Jui, wie schön. Jetzt gehen wir erstmal hier unten lang. Ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht an einen Kreisel gehen. Einen Stern haben wir eingesammelt. Jawohl. Sehr gut. Da haben wir jetzt, glaube ich, 4 oder so. Ne, 4 von 30. Ich hoffe ja mal, dass wir alle finden werden. Wahrscheinlich nicht. Auch wenn ich ja nach Möglichkeit immer, wie ich ja schon erwähnt habe, versuche, alles in einem Spiel mitzunehmen. 4 EP. Ne, hier kommen wir gar nicht lang. Okay. Aber wir hatten, glaube ich, da oben noch einen anderen Weg gehabt, ne? Den würde ich jetzt gerne auch nochmal langlaufen. Oder aber, das war jetzt gerade die andere Seite gewesen und wir kommen gar nicht dahin, wo ich jetzt eigentlich denke, dass wir hinkommen und so. Ihr versteht wahrscheinlich meinen Gedankengang gerade nicht, aber so geht es mir auch oft. So, deswegen gehen wir jetzt hier nochmal zurück. Den Lebensquell, den benutze ich jetzt gerade mal nicht. Ich weiß gar nicht, ob man den mehrfach benutzen kann. Und da haben wir schon wieder so ein Viech. Ja, jetzt macht das Kämpfen natürlich doppelt so viel Spaß, weil wir jetzt natürlich auch was davon haben, weil wir dann Erfahrungspunkte bekommen, ne? So, ja genau, das wollte ich nämlich wissen, ob man dann da oben, ob es dann da eigentlich gar nicht weitergeht. So, jetzt haben wir hier wieder den Kollegen. Mal gucken, ob der vielleicht ein bisschen mehr EP gibt als die anderen. 5 EP. Klink hat Stufe 3 erreicht, Verteidigung wurde erhöht und bei Keris wurde die Magie erhöht. Sehr gut, das freut mich, denn dann kann sie wahrscheinlich ein bisschen besser heilen oder öfter heilen oder wie auch immer. Wow, unfassbar. Kaputt. So. Geht natürlich auch relativ fix. So, wo war denn dieser Lebensquell? Der war da oben irgendwo, ne? So, weiter geht es. Im Normalfall
würde ich jetzt hier irgendwie Final Fantasy, also ein Let's Play von Final Fantasy oder so machen, würde ich vermutlich dieses ganze Zeug dann rausschneiden, diese ganzen Zufallskämpfe. So, ich kann mich tatsächlich nochmal heilen und auch nochmal speichern. Das ist natürlich schön. Und dann gehen wir jetzt mal hier oben lang und merken, wir kommen nicht wirklich weit, denn da war irgendwas gewesen, was uns offensichtlich den Weg versperrt. Ach, wenn die doch mal treffen würde, die gute Frau hier. Dann würde doch alles auch ein bisschen schneller gehen. Nee, aber die ist wirklich nicht dafür gemacht, irgendwie zu kämpfen, wie mir scheint. So, nee, hier geht's nicht weiter. Dann müssen wir wohl hier rechts gucken. Waren wir da nicht gerade? Ich bin schon verwirrt, obwohl wir jetzt irgendwie gerade mal 5 Minuten in dieser Höhle drin sind. Das kann schon wieder nur darauf hindeuten, dass wir uns hier endlos verlaufen werden. So, nee, hier waren wir offensichtlich noch nicht. Was ist das denn hier? Oh. Freigeschaltet. Irgendwo ist irgendetwas passiert. Aber wo? Ja, das ist auch so typisch Zelda. Oh, ich wollte die Kiste eigentlich freischalten, aber irgendwie hat das nicht so ganz geklappt. So bei Zelda, ne, wenn man da irgendwo auf irgendwelche Platten oder sowas getreten ist, dann hat man immer irgendwas freigeschaltet und wusste im ersten Moment eigentlich gar nicht, was Sache ist. Stufe 4 Leben wurde erhöht und auch bei Keris. Und wir haben eine Skaven-Karte bekommen. Okay. Kann ich hier nochmal drauf? Nee, kann ich hier lang? Nein, auch nicht hoch. Und da werden wir schon wieder angegriffen. Ja, die Schlangen, die können nicht wirklich was, aber dafür scheinen wir auch nicht wirklich was zu können. Kaum, dass ich das sage, weil wir hier irgendwie die ganze Zeit daneben hauen. Das ist ja wirklich ein Traum. Wie wär's mal mit Treffen? Oh, wow. 2 Schaden gemacht. Unfassbar. Und der trifft irgendwie auch überhaupt nicht mehr. Mann, 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 Mann. So, jetzt ist das Viech aber kaputt. Wunderbar. So, ich möchte nicht heilen, ehrlich gesagt. Ich möchte das Viech da kaputt machen. Warum trifft der denn so schlecht jetzt auf einmal? Das ist ja blöd. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal zu dem Lebensquell zurück. Ich möchte mir meine Magie, ehrlich gesagt, aufsparen. Das ist auch so typisch für mich, ne? Dass ich mir hier jetzt so geizig bin, tatsächlich irgendwie zu heilen. Aber wenn ich weiß, dass es da oben irgendwo einen Lebensquell gibt, dann möchte ich das eigentlich auch gleich ausnutzen. Und wenn man das auch noch öfter benutzen kann als nur einmal, dann ist es natürlich besonders toll. So. Oh, der macht aber Schaden. Verdammte Axt. Okay, schaffen wir das bis zu dem Quell? Oh, Gott sei Dank. So, und nochmal speichern. So, jetzt sind wahrscheinlich diese Dinger hier oben gerade weggegangen, oder? Ja. Offensichtlich so. Und da sind wir wieder vollends aufgefrischt. Sehr schön. Oh, die hat einen Schaden gemacht und das hat tatsächlich gereicht, um das Viech kaputt zu machen. Das ist ja auch schön. Oh, ist das der Kristall? Ihr habt den Wächter des Kristalls aufgeweckt. Oh, Kefkas Geist. Der hier sieht mächtig aus. Viele Jahrhunderte lang wachte er über den Kristall. Er scheint jedoch von einer bösen Macht verdorben worden zu sein. Vermutlich von derselben bösen Macht, die mein Heimatdorf angegriffen hat. Holen wir uns den Kristall, wir brauchen seine Kraft, um zu kämpfen. Das ist ein guter Plan. Ja. Und wahrscheinlich auch der Einzige, der uns hier... Boss-Animation! Und schon sieht er viel gefährlicher aus. Ja, das stimmt. Was so eine Animation nicht alles ausmacht. Boah, der hat da jetzt aber ordentlich reingehauen gerade, oder? Der macht aber Schaden. Ja, das ist natürlich richtig heftig. Ja gut, ist auch durch den Boss, ne? Der muss ja Schaden machen. Und daneben Phantomkonter. Ich glaube, unsere Guteste sollte mal heilen. So, und ich glaube, die kann gleich nochmal heilen. Ist, glaube ich, nicht schlecht. Schade, dass ich keine Magieanzeige von ihr habe. Ich sehe gar nicht, ehrlich gesagt, wie viel Magie die hat und wie oft ich hier fröhlich vor mich herzaumern kann. Boah, der macht aber auch fiesen Schaden, der Kollege. Ist nicht so, dass ich das nicht schon 3000 Mal erwähnt hätte, aber der macht aber auch Schaden. So, nochmal reinhauen hier und voll daneben nochmal Phantomkonter. Ouch. Okay, ich heile. Ich heile so viel ich kann auf jeden Fall. So viel steht fest und mit dem greifen wir so viel an, wie wir können. Ich frage mich, ob die auch irgendwann mal Schadenszauber oder sowas bekommt. Ah, der macht...
der sollte mal lieber die Guteste hier, den Gutesten angreifen und nicht die Guteste. Aber wir haben ihn geschafft. 400 Glees und 20 EP haben wir gewonnen. Yippie, und Stufe 5, Angriff erhöht. Und Stufe 5, Verteidigung erhöht. Die Kraft des Kristalls wurde aktiviert. Ui. Modus. Ihr erhaltet eine komplette dritte Dimension. Die Kraft des Kristalls ist unglaublich. Jetzt kann ich das Böse, das mein Dorf bedroht, bekämpfen. Um an ihn zu gelangen, müssen wir aber die Noria-Mine durchqueren. Danke für eure Hilfe. Ihr seid mein Held. Oh, das ist aber schön. Und jetzt passiert hier gerade nichts. Ach doch, ich kann mich bewegen. Okay. Ach, jetzt kann ich das mir hier alles nochmal durchlesen. Danke für eure Hilfe. Ja, ach, das sieht ja putzig aus. Wobei ich so gerade ein bisschen schade finde, dass die 2D-Animation weg ist. Was ist das hier? Oh. Ach, jetzt sind wir hier auf der Karte Edeltal. Sehen die Kisten auch anders aus? 16-Bit-Musik. Boah, die Musik entwickelt sich auch weiter. Ja, in der Tat. Oh, jetzt sieht das so aus. Ach, wie cool ist das denn? Ah, und es quietscht. Oh, Herzen. Ihr werdet nicht mehr mit einem Schuss niedergestreckt. Ach, wie cool. Ach, sonst wären wir sofort tot gewesen. Instant tot. Wir sind echt noch nicht gestorben, ne? Krass. Hätte ich ja nicht erwartet von mir. Uah. Oh, ja, und jetzt wären wir aber gestorben. Ach, die Herzen, ja, die kommen natürlich auch, ja, da freut sich hier, ne, Zelda und so. Sind das hier die Büsche? Ah, alles klar. Okay, diese komischen Kraken, die sehen jetzt natürlich auch ein bisschen anders aus als noch zu Anfang. Cool gemacht auf jeden Fall. Ach, ist das lustig. Das ist ja echt auch, das ist so ein süßes Spiel irgendwie, total niedlich. Schade, dass ich ja jetzt schon weiß, dass das nicht wirklich eine lange Spielzeit hat. Ich mähe hier alles mal nieder. Guck mal da. Da sind Kisten, wie kommen wir zu denen hin? Das möchte ich mal gerne wissen. Da kann man sich doch bestimmt irgendwie durchboxen, oder? Ja, das sieht gut aus. Und einen Stern, das habe ich mir fast gedacht. Ich hätte jetzt spekuliert, einen Stern oder eine Karte. Und eine Zumba-Karte oder Zumba oder wie auch immer. Sehr gut. Hat sich gelohnt, würde ich sagen, hier lang zu latschen. So, dann gehen wir mal den Weg weiter auf jeden Fall. Ich frage mich, ob wir irgendwann noch ein Schild bekommen, aber bestimmt. So, oh, die Musik ist total genial. So, hier können wir uns hier noch durchprügeln. Vielleicht haben wir hier auch noch irgendwo Kisten. Na, hier haben wir auf jeden Fall Fledermäuse. Oh, die sehen auch irgendwie total putzig aus, voll verplant irgendwie. Ah. So, ich mähe mich hier einfach mal ein bisschen durch. Ne, mäh. Mäh, mäh. So, man weiß ja nicht, was man hier nicht noch alles so finden könnte. Ne? Und da haben wir auf jeden Fall eine Kiste. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut war, da lang zu gehen. Gepixelte Texturen. So sieht alles der echten Welt schon ähnlicher. So sieht alles der echten Welt schon ähnlicher. Ja, das stimmt. Das stimmt. Guck mal, wie jetzt hier unser Protagonist aussieht, der Klink. Und auch hier das Schwert. Ne? Das sieht auch ganz cool aus. Ach, wie genial. So, da hatten wir noch ein paar Gegner links. Sind wir da gerade nicht lang gelaufen? Kamen wir da gerade nicht her? Irgendwie bin ich verwirrt. Aber das ist ja nichts Neues. So, und dich, so. Da haben wir schon wieder so ein paar, die mich hier irgendwie dazu verleiten, hier lang zu laufen. Wäre noch irgendwo eine Kiste, die ich gerne... Oh ja, da, aber wir können den Stein hier irgendwie nicht bewegen. Ach so, okay. Dann machen wir es halt einfach mal so. Quietsch. Und die Karte Pakun erhalten. Pakun oder wie auch immer. Okay, sehr schön. Ach, hier kommen gar keine Zufallskämpfe, fällt mir gerade auf. Ja, besser spät als nie. Vielleicht wechselt das immer so ein bisschen hin und her. Dass das mal so ist. So. So, so, so. Jetzt mal gerade gucken. Wir kamen ja irgendwie... Wo geht's denn hier lang? Waren wir hier nicht gerade? Ich bin voll verwirrt. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Das macht mich ganz kirre. So, zack. Ist eigentlich jetzt unsere Tante noch da? Nee, hier waren wir doch vorhin, oder? Kamen wir hier nicht her? Ist hier nicht die Höhle?
Hier geht's gar nicht weiter. Ich laufe natürlich in die falsche Richtung. Ja, ist Keres jetzt noch bei uns? Ist Keres eine Anspielung auf Eris aus Final Fantasy VII? Ja, hier haben wir doch diese zwei Dinger geholt, den Stern und die Karte, ne? Ist Keres eine Anspielung auf Eris aus Final Fantasy VII? Ich glaube es ja fast. Mal gucken, ob wir hier noch mehr Anspielungen finden werden. Wahrscheinlich schon. So, ich laufe jetzt einfach mal hier dem Weg entlang. Und schon verlasse ich den Weg. Ich dachte, ach so, hier. Ach, hier geht's lang. Ach, war das hier vorhin? Dimensionsstein passiert. War er schon immer so klein? Ihr seid wieder am Spielbeginn. Oh nein. Der Dimensionsstein versperrt den Weg. Versucht es mit dem Pfad im Osten. Ach, hier sind wir. Okay. Bringt uns das jetzt irgendetwas? Haben wir jetzt hier irgendwas, wie ich überhaupt nicht getroffen habe? Wo wir lang gehen können, wo wir noch nicht waren. Also wo wir vorhin... Ach Mann. Wo wir vorhin noch nicht lang gekommen sind. Ich weiß es nicht. Ihr Lieben, ich würde sagen, wenn wir hier einen Speicherpunkt haben, dann mache ich jetzt erstmal wieder eine kleine Aufnahmepause. Gehe mal hier ins Inventar. Wünsche euch erstmal einen wunderschönen Tag. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.